Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Im letzten Part haben wir das Spiel durchgespielt, denn wir haben den Final Boss Mega Drachen Bowser besiegt und jetzt ist endlich wieder hier Ruhe im Pilzkönigreich eingekehrt. Zumindest so viel Ruhe, wie man mit den Rabbids haben kann, weil die Rabbids sind ja anscheinend immer noch da, oder? Die sind jetzt nicht verschwunden. Ist ja hier immer noch eigentlich alles im Pilzkönigreich ziemlich chaotisch. Der Megabug ist halt weg, aber ist doch immer noch hier alles total seltsam, oder? Keine Ahnung, egal. Nicht so wichtig. Auf jeden Fall sind wir aber noch nicht fertig mit dem Spiel, denn wir wollen ja die 100% auch haben. Deswegen gehen wir am besten gleich wieder rein und werden da mal damit anfangen, uns die restlichen paar Prozente zu holen, die uns noch fehlen. Jetzt können wir übrigens auch einen beendet sehen. Ich habe auch schon wieder die hier kopiert, nur so zur Info. Aber wir nehmen dann am besten wieder die Datei 1, wo uns noch 3% der Kapitel fehlen. Das war wahrscheinlich dann noch das Geheime, schätze ich mal, aus Welt 4. Und dann eben noch 10% der Kisten fehlen uns noch und 32% noch der Prüfungen. Und die wollen wir auf jeden Fall uns jetzt noch holen, diese letzten Prozente, dass dann da am Ende am besten überall eine 100% stehen wird. Ich hoffe, das werden wir noch hinkriegen. So, dann werden wir jetzt gleich am besten am Anfang direkt nach Welt 4 gehen, würde ich vorschlagen. Ich könnte mich zwar jetzt auch noch eben... Ah, es passiert noch was. Okay. Hört mal alle her. Wir waren super und haben den Megabug heldenhaft besiegt. Aber wir sind noch nicht fertig. Zuerst müssen wir das Pilzkönigreich nach Orten absuchen, an denen ich mein neues Talent einsetzen kann. Graben. Genau. Ich würde mit der Lavagrube beginnen. Mhm. In der Lavagrube geht es allerdings nicht nur ums Graben. Es scheint dort eine Menge verdorbene Rabbits zu geben, die wir finden und befreien müssen. Mhm, okay. Was heißt, meinte er jetzt damit die Prüfungsrabbits? Nee, oder? Keine Ahnung. Meine empfindlichen Sensoren erfassen außerdem vermehrte Aktivitäten in der Freunde-WG und 4 ultimative Herausforderungen in der Nähe des Pilzpalasts. Ihr könnt es kaum erwarten. Gut, also, let's go! Okay, ultimative Prüfungen, ja. Und davon habt ihr ja auch schon was erzählt, dass es hier noch ultimative Prüfungen gibt. Dann die schwersten aller Prüfungen. Ich will zwar eigentlich noch gar nicht zu denen hingehen, ich will gar nicht gucken, wo die eigentlich sind, weil ich will erst mit Welt 4 dann eben jetzt anfangen und eben Welt 4 noch zu 100% abschließen und danach dann eben erst noch hier alles andere im Pilzpalast auch, oder halt hier oben im Pilzpalast auch machen. Hier sind auch viele, viele neue Objekte erschienen, die wir uns angucken können, das hier zum Beispiel. Dieser kürbisförmige Kettenhund ist das grässlichste Ding, das ich jemals gesehen habe. Ups, da war ich vielleicht etwas voreilig. Sehr schön. Und dementsprechend will ich mich dann hier im Pilzpalast dann erst noch später umgucken, wenn wir halt wirklich alle 4 Welten erstmal zu 100% abgeschlossen haben. Und dann werde ich hier mich auch noch mal gucken und dort noch alles machen. Dort noch alle Kisten finden, weil ich glaube, beim Pilzpalast selber fehlen uns auch noch Kisten, die wir noch finden können. Weil ich meine, zum Beispiel hier ist doch auch noch irgendwo eine, glaube ich, da unten dann nämlich. Soll ich mir die jetzt mal gleich schnell holen? Die kann ich mir gleich mal schnell holen. Ja, genau, hier nämlich. Die hole ich mir gleich mal schnell, würde ich sagen, wenn ich schon hier in der Nähe bin. So. Diese hier nämlich, genau. Weil da, wo ich jetzt gerade bin, das zählt ja... Ich komme sogar noch weiter. Wo ich jetzt gerade bin, das zählt ja nicht etwa zu Welt 4 dazu, sondern das zählt zum Pilzpalast dazu, wo ich gerade hier bin. Und hier ist Spawny. Cool. Und dementsprechend will ich das dann eben alles aber erst später machen. Will ich mich mit der Kanone mal wohin schießen lassen? Ich weiß ja nicht, wo die mich hinführen wird. Soll ich es mal austesten? Ich bin neugierig. Wir testen mal kurz. Okay. Schießt mich die jetzt auch nach Welt 4? Nee. Hi. Aha. Hier ist eine ultimative Prüfung. Und zwar die 4. Okay, es gibt ja auch nur 4, wie uns People erzählt haben. Das ist dann eben die letzte. Dann gibt es wahrscheinlich bei jeder Welt nochmal dann eine Möglichkeit, hier so eine ultimative Prüfung zu machen. Das kann sogar sein, weil ich glaube, dass es vor den ganzen Kanonen, die mich dann eben so in Welten hinschießen, dass es dadurch sogar immer solche Bohrerstellen gab, wo ich jetzt eben graben kann. Das würde auch Sinn machen, weil ich dann eben zu den ultimativen Prüfungen auch erst jetzt eben hinkomme, nachdem ich das Spiel durchgespielt habe. Okay, aber ich möchte die erst am Ende machen, weil die sind ja schön ultimativ, deswegen gehören die ans Ende. Und wir werden dann erstmal hier wieder in diese Welt hier, in Welt 4 reingehen und dort noch alles sammeln. 16 Kisten fehlen uns noch, natürlich 10 Prüfungen und noch das geheime Kapitel. Und wir starten am besten dann einfach wieder vorne und werden dann wieder halt einfach schön durchlaufen. Und dann hoffentlich noch alles Mögliche hier entdecken können, was uns eben hier noch fehlt. Wir sind ja auch wieder ein bisschen stärker geworden, wie wir gesehen haben. Unsere KP dürften erhöht worden sein und wir haben auch wieder neue Waffen, die wir uns dann holen können. Ähnlich wie auch schon nach Abschluss der anderen Welten. Und auch hier nach Abschluss des Finales ist es noch genauso, dass wir da jetzt eben auch stärker geworden sind. Und ich werde dann gleich gucken, welche von den Waffen ich mir dann kaufen will und wie stark die sind und wie viel sie kosten. Alles sehr wichtige Faktoren. Wir werden uns dann gleich auf jeden Fall noch genauer angucken. Aber ich mir, glaube ich, erst dann anschauen, wenn wir auch die erste Prüfung gefunden haben und ich mich dann auch entschieden habe, wen ich für die erste Prüfung dann mitnehmen will. So, vielleicht ist es sogar so, dass gleich beim ersten Kampfareal dann schon direkt wir eine Prüfung in Angriff nehmen dürfen. Mal gucken. Hier komme ich auch gleich weiter übrigens und kann hier mit dem Graben was machen. So. Aha. Und da finden wir
Secrets, schätze ich mal. Okay, nämlich hier sehr viel mehr zum kaputt machen. Also ich meine, das Graben ist ja jetzt nicht wirklich großartig anders, muss man zugeben, wie auch das Zerstören von diesen Blöcken. Also ist quasi dasselbe, so irgendwie nur halt, dass ich mit anderen Objekten interagieren kann. Und ich meine, da hätten sie sich schon vielleicht ein bisschen mehr kreativere Fähigkeiten für Beeper einfallen lassen können. Weil die kreativste ist wahrscheinlich noch die, wo er die Statuen aufheben und irgendwo anders draufstellen kann. Aber da hätten sie sich vielleicht noch ein bisschen kreativere Sachen einfallen lassen können, aber es passt schon. Und hier ist noch ein Lava-Ziggy. Und die Kanone... Ich werde sie mal benutzen, weil die... Ich meine, auf der anderen Seite wird schon auch eine sein, die mich dann wieder hierhin zurückschießen kann. Hoffe ich zumindest mal. Genau, ist auch so. Aber wo führt die Röhre hin? Ich will mal kurz gucken, weil ich dann vielleicht gleich hier eine Abkürzung aktivieren kann. Oder sowas. Okay, es geht ziemlich weit nach unten. Hallo, Bowser Jr. Warum hat Bowser Jr. gelacht? Ziemlich, ziemlich weit nach unten. Ist das schon das geheime Kapitel? Nee. Noch eine weitere Kiste. Okay, ein Soundtrack noch. Und zwar unter Tage. Ja, und noch ein roter Schalter. Das war jetzt eine Abkürzung, oder? Wo bin ich jetzt hier? Kenne ich diesen Ort? Ich glaube schon. Ja, da hinten ist dann auf jeden Fall auch schon eine Prüfung, aber nicht die erste. Schätze ich mal. Das ist der Ort hier. Hier war auch dann die Kiste. War hier hinten das, dieses eine Rätsel da. Mit dem, genau. Wo ich dann diese Kiste hier mit den Blöcken immer so hin und her verschieben musste. Also ich kenne mich aus. Okay. Aber warum lacht denn eigentlich Bowser Jr. hier überall? Keine Ahnung. Aber ich möchte ganz gerne trotzdem zurückgehen. Das habe ich ja in den anderen Welten auch schon so gemacht, dass ich wirklich den eigentlichen Hauptweg auch entlang gehen will und nicht da mich von Abkürzungen immer hin und her schießen oder halt mich von Kanone zu Kanone immer hin und her schießen lasse, dass ich mich dann gar nicht mehr auskenne, wo ich eigentlich bin. Ich möchte da schon lieber den ganz normalen Weg entlang laufen, weil ich halt auch nur dann weiß, wo ich gerade bin und dass wir halt so auch dann die Prüfungen in der richtigen Reihenfolge absolvieren können, weil ich schon ganz gerne mit der ersten eben anfangen wollen würde. Und diese eine, die wir gerade eben gesehen haben, das war glaube ich auch eine, das war ein Lila, ne? Also eine super schwere. Das dürfte nicht die erste gewesen sein, schätze ich mal. Sondern die erste finden wir jetzt dann vielleicht gleich schon, wie gesagt, hier in der Nähe. Mal gucken. So, den haben wir schon angesehen, den da oben. Und gab es hier irgendwas zum Umgraben in der Nähe? Das kann sein, weil da gab es auf jeden Fall einige von diesen Stellen, wo ich irgendwas graben kann. Aber nee, anscheinend hier nicht. Dafür aber weitere Münzen. Und warum denn nicht? Münzen nehmen wir auf jeden Fall auch mal gerne mit. So. Und hier sind noch mehr. Aber hier ist nichts mehr. War das eigentlich bei unserem ersten Besuch hier in Welt 4 auch schon so, dass Bowser Jr. immer gelacht hat im Hintergrund? Wenn ja, dann ist mir das überhaupt nicht aufgefallen. Würde mich wundern. Aber andererseits auch nicht, weil ich ja vieles verpeile. Vielleicht habe ich auch das nicht mitbekommen. Ich habe keine Ahnung. So, ist hier irgendwo ein Rabbit? Nee. Ich sehe keinen. Deswegen hier beim ersten Kampfareal ist noch keiner zu finden. Aber dann beim zweiten vielleicht. Weil ich würde schon ganz gerne in diesem Part auch natürlich einen Kampf haben. Halt eine Prüfung oder am besten gleich zwei Prüfungen. Oder drei sogar, wenn die ganz, ganz schnell gehen, das wäre noch besser. Aber will ich dann doch nichts zu sehr überstürzen. So, da oben war ein Pilz, den ich aber nicht brauche. Und noch ein paar Kisten hier. Da oben, die Kanone hat mich dort nach hinten hingeschossen. Aber da war ich ja schon überall. Und hier gab es auch nichts zum Graben. Nein, gab es nichts. Deswegen, hier können wir auch nicht mehr anfangen. Deswegen verlassen wir den Ort am besten gleich wieder und gehen weiter. Und da vorne sehe ich auch keinen Rabbit Toad, deswegen wir müssen noch ein bisschen warten, bis wir dann mal endlich die erste Prüfung hier finden werden. Aber im nächsten Kampfareal wird es dann hoffentlich doch mal der Fall sein, weil ich dann doch, wie gesagt, jetzt ganz gerne die erste Prüfung hier dann mal machen wollen würde. Wäre ja eigentlich ganz schön. Aber ich meine, andererseits, wenn ich noch weitere Kisten erstmal finde, vielleicht noch mit weiteren Powerkugeln, um mich dann noch besser auf die Prüfungen vorbereiten zu können, da hätte ich jetzt auch nicht so arg viel dagegen, muss ich zugeben. Das ist schon ganz richtig. Und mehr Münzen sind auch nie verkehrt, da die Waffen dann bestimmt auch sehr teuer werden. Ich traue mich gar nicht, in die Kampfzentrale zu gehen und zu gucken, wie viel die neuen Waffen dann kosten werden. Die werden zwar bestimmt auch dementsprechend sehr stark sein, aber die kosten bestimmt auch einiges, weil die letzten neuen Waffen, die wir so kaufen konnten, haben ja 1550, glaube ich, gekostet. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die jetzt dann vielleicht 2000 kosten werden. Und das wäre dann schon einiges, weil ich halt dann am besten natürlich am Ende für jeden eine neue Haupt- und Sekundärwaffe haben will, die eben dann vielleicht 2000 Münzen kosten. Sprich, da muss ich dann für jeden 4000 Münzen ausgeben. Und das mal 8, weil wir 8 Charaktere haben, macht dann 32.000 Münzen, die ich da ausgeben muss, wenn das dann wirklich stimmt mit den 2000. Aber ich kann es mir vorstellen. Deswegen, das wäre dann einiges an Moos, was wir dann hergeben müssten. Aber na gut. Wo führt mich die nochmal hin? Ich glaube auch zu einem Bonusbereich, aber gab es dort Stellen, wo ich meine Grabfähigkeit einsetzen kann? Nein, okay. Dann gehen wir gleich wieder. So. Weil wenn ich jetzt dann nämlich gleich noch diesen Hauptweg weiter entlang gehe, dann werden wir auch gleich wieder zu einem Kampfareal kommen, wo dann vielleicht doch endlich mal auch ein Rabbit Toad rumsteht, der eine Prüfung für mich hat. Nee, stimmt gar nicht, wir müssen noch ein bisschen weiterlaufen. Erstmal, aber dann irgendwann wird schon wieder ein Kampfareal kommen.
wo du dann hoffentlich auch die erste Prüfung machen könntest. Wundert mich ein bisschen, dass wir hier mit der ersten Prüfung so lange warten müssen. Weil eigentlich war die erste Prüfung meistens immer relativ am Anfang schon von der Welt zu finden. Also eigentlich schon da, wo halt das erste Kapitel war. Aber hier sind wir jetzt schon über das erste Kapitel hinaus. Ne, ziemlich sicher. Genau, jetzt dann gleich dürfte, glaube ich, hier so... Ich glaube, hier so ungefähr hat doch dann das zweite Kapitel, glaube ich, begonnen, oder? Ich meine schon. Aber selbst hier, bei diesem Kampfareal, steht auch keiner rum. Okay. Jetzt bin ich dann doch ein bisschen verwundert. Ehrlich gesagt, habe ich irgendwas falsch gemacht? Dass aus irgendwelchen Gründen die nicht auftauchen oder so? Ne, eigentlich dürften sie schon auftauchen, ganz normal. Das wundert mich jetzt aber ein bisschen. Die Kanone war, glaube ich, nur ein Rückweg oder so. Oder war die ein Rückweg? Ich habe keine Ahnung. Aber die sind wir schon mal entlang gegangen, auf jeden Fall. Deswegen, das passt alles. Ist aber hinten jetzt aber, oder? Komm jetzt. Hier muss doch jetzt einer stehen. Ich sehe keinen, Leute. Was? Warum ist hier keiner? Das verstehe ich jetzt echt nicht. Ich habe keine Ahnung. Habe ich wirklich irgendwas falsch gemacht? Ich weiß es nicht genau, weil das kommt mir jetzt schon ein bisschen komisch vor, weil das war jetzt das zweite Kapitel. Hier jetzt dann gleich geht schon das dritte Kapitel los, wenn mich nicht alles täuscht. Und dass im ganzen ersten und zweiten Kapitel kein einziger Rabbit Toad irgendwo rumstand, der eine Prüfung für mich hatte, das halte ich für etwas unwahrscheinlich. Jetzt sind wir hier, an der Stelle, wo ich die Abkürzung aktiviert hatte. Deswegen nehmen wir es doch so, dass dieser super schwere, der da, dass der die erste Prüfung hat, oder? Wirklich? Ja. Okay. Ja, meinetwegen. Von Buhu zu Bumm. Na gut, dann machen wir das halt so. Auf jeden Fall, ich habe keine verpasst, das ist ja das Wichtigste. Und wahrscheinlich kriegen wir jetzt die dann dafür halt in nächster Zeit dann etwas kürzer hintereinander und haben dann keine so großen Abstände mehr zwischen denen, da wir jetzt in den ersten beiden gar nichts gefunden haben. Aber dann legen wir doch am besten, würde ich sagen, gleich mal los. So, was müssen wir hier tun? Und vor allem werde ich mir dann auch gleich in der Kampfzentrale eben auch die neuen Waffen angucken. Bin ich auch schon sehr gespannt daran, das zu sehen. So, drei Züge haben wir und wir müssen alle Gegner besiegen. Mhm. Und Buße im Weg. So, wir haben Valkyren und viele Gehilfen. Ja, das sind sehr, sehr viele Gegner. Das sind richtig... Boah, das ist so viele. In drei Zügen nur. Okay, also hier sind drei. Hier sind drei und hier sind drei. Wenigstens stehen sie alle wieder relativ nah beieinander, was ich mir dann mit den richtigen Charakteren dann auch zunutze machen kann. Das Blöde ist aber, dass meine eigenen Charaktere auch voll weit voneinander entfernt stehen. Und das macht es nicht ganz einfach. Vor allem Mario hat hier ein bisschen eine blöde Position. Er kann vor allem auch zu niemandem hinspringen, leider. Das ist auch sehr, sehr nervig. Ich weiß noch nicht, ob ich mir die Buhus zunutze machen sollte, dass sie mich dann irgendwo hintragen und dass ich dann hoffen kann, dass ich mehr in der Nähe von den Gegnern stehe. Aber das glaube ich auch eher Quatsch. Das werde ich, glaube ich, eher sein lassen. Aber na gut. Dann auf jeden Fall mal kurz eben die Kampfzentrale. So, neue Waffen für jeden. Und 1700, das geht sogar. Das kostet gar nicht mal so viel. Okay. Und die sind mal deutlich stärker. Das hier hatte 165 bis 175 standardmäßig und die haben 220 bis 230. Bei einem kritischen 271. Das ist richtig heftig. Und werde ich mir auch dann gleich mal für Mario auf jeden Fall holen. Weil er eben immer dabei ist. Ja. Und es kommt ja auch gleich. Ich will gar nicht wissen, wie viel Schaden der Hammer macht. 375 bis 385 beim kritischen 454 ohne Kraftpaket, ne? Mit Kraftpaket sind es dann irgendwie 600 Schaden oder sowas. Das ist dann echt ziemlich heftig. Und hier dann auf jeden Fall den Sprungeffekt will ich da haben, genau. Okay. So, ich möchte auch ganz gerne für diesen Kampf dann mal wieder Rabbit Mario mitnehmen, weil er nämlich drei von den Gegnern im Alleingang platt machen kann. Halt wieder mit seinem Magnetanz. Deswegen, ich will auf jeden Fall ihn mitnehmen, deswegen werde ich auch ihm dann stärkere Waffen jetzt geben. Und zwar eben hier auch einen besseren Hammer. Und wie gesagt, ich liebe Steinschaden, obwohl ich sogar hier den Vampirschaden eben hatte, dass er sich wieder hochheilen kann, weil er dann doch immer nah an den Gegnern dran stehen muss, das ist schon richtig. Und ja, ich werde, glaube ich, dann doch eher den Vampirschaden mir nehmen, weil wenn ich mit dem Hammer draufhaue, dann werden ja, übrigens hier Steinblocker, der sieht auch ziemlich cool aus, dann werden ja die Gegner wegen dem enormen Schaden eh meistens sterben und deswegen bringt mir dann der Steinschaden gar nichts mehr, weil die dann eh schon tot sind quasi. Der Vampirschaden bringt mir auch, aber auch etwas, wenn ich einen Gegner umbringe, weil ich mich dann auch heilen kann, deswegen werde ich dann schon den nehmen. Yep. Und bei dem Primären, da werde ich aber schon auf den Steinschaden gehen. Nämlich dann eben mit der hier, würde ich vorschlagen. Jupp, okay. So, die Frage ist, wen ich jetzt dann noch mitnehmen will. Am besten auch einen Charakter, der eine Waffe hat, die gleich mehrere Ziele auf einmal treffen kann. Sprich, entweder Raketenwerfer oder eigentlich noch besser ein Wächter. Deswegen entweder Rabbit Peach oder auch Luigi. Ja, Luigi könnte aber ein bisschen zu schnell abkratzen, vielleicht. Andererseits brauche ich eine Heilung eigentlich nicht unbedingt. Und die Helden oder halt der Eisenblick von Luigi wäre vielleicht doch ganz sinnvoll. Deswegen werde ich dann doch Luigi, glaube ich, mitnehmen. Ja, deswegen werde ich auch mal dann ihm dann gleich stärkere Waffen geben. So.
Und zwar entweder das hier, den Hosenberserker oder auch Luigis Langschuss. Okay. Und ich liebe den Tinteneffekt auch, deswegen werde ich dann auch das hier mir holen. Mit 260 bis 270 standardmäßig. Auch richtig heftig. Und der Wächter ist nochmal ein bisschen stärker dann. Mit 315 bis 325 und 384 bei einem kritischen. Okay. Und auch dort hole ich mir den Tinteneffekt. Und zwar Bombicar. Okay. Ja. Gut. Dann hier so mega viele Powerkugeln habe ich gar nicht mal. Schon ein paar. Aber gar nicht mal so mega viele. Deswegen werde ich mir die erstmal aufheben, würde ich sagen. Und dann später noch ein bisschen was skillen, wenn ich dann auch wieder bei allen vielleicht über 100 habe. Ich werde auf jeden Fall eben Rabbit Mario und auch Luigi mitnehmen. Genau. So. Ist ja immerhin schon eine super schwere Prüfung. Deswegen so einfach wird die auf jeden Fall nicht. Und mal gucken, ob wir sie jetzt dann gleich schon vielleicht beim ersten Mal dann gleich hinbekommen werden. Das Gute ist, dass ja bei den Prüfungen jetzt meine Charaktere, also zumindest zwei von denen, wieder sterben dürfen und ich trotzdem dann noch einen perfekt kriege oder halt sie abschließen kann. Und das wäre auf jeden Fall dann auch nicht so schlimm. Und mal gucken, ob wir es schaffen können, wie gesagt. Wir legen los. So. Rabbit Mario wird mal vielleicht als erster ziehen, weil sein Zug am offensichtlichsten ist und weil ich da am ehesten schon weiß, was ich tun will. Vor allem, ich meine, er kann dann vielleicht sogar auch gleich danach dann noch nach oben gehen und sich noch dann um die hier auch kümmern sogar. Das wäre auch kein Problem für ihn. Aber erstmal kümmert er sich auf jeden Fall um diese Kollegen hier. Er geht dafür mal, wo geht er denn hin? Ich muss natürlich bedenken, dass die da eben einen Höhenvorteil gegenüber Rabbit Mario haben. Deswegen dann gleich schon ihn relativ ordentlich treffen können. Aber er hat ja auch sehr viele KP. Und wenn die alle auf ihn gehen, würde er es trotzdem überleben. Deswegen, ich kann ihn auch dann etwas offener rumstehen lassen. Das wäre kein großes Problem. Ja, ich kann auch wieder Kavum-Raserer übrigens einsetzen. Ja, wodurch die eh schon fast alle sterben werden, so ungefähr. Das ist auch ziemlich cool. Deswegen überlege ich auch gerade, ob ich nicht vielleicht doch irgendwas anderes machen könnte. Weil ich meine, er kann eben allein durch die Kavum-Raserei, die ja schon fast alle killen, so ungefähr. Und wenn er halt jetzt schon in der ersten Runde hier nach oben kommen würde und dort gleich diese drei ausschalten könnte, die halt den Höhenvorteil haben, dann wäre das ziemlich, ziemlich cool. Die Frage ist, kann ich das irgendwie sinnvoll schaffen? Ich bräuchte halt dann auch noch Mario, der ein bisschen was machen müsste. Ich glaube, nicht wirklich. Ich meine, ich kann mal ganz kurz was austesten, Moment. Und zwar, ob nämlich Rabbit Mario zu Mario überhaupt hinkommt. Ich glaube aber nicht, oder? Ne, nicht ganz. Er wird dann auch vom Buhu erwischt werden, wäre auch nicht so toll. Ne, deswegen wäre es dann schon so machen, dass ich dann erstmal jetzt hier im ersten Zug die oberen drei Gegner halt am Leben lassen muss. Aber ich habe danach noch zwei weitere Züge und da dürfte ich schon noch schaffen, dann die eben noch zu besiegen. Ja, ich gehe dann doch mal ein bisschen safer irgendwo hin und zwar mal hier, weil ich dürfte die da trotzdem noch erwischen können, die beiden, weil die dürften da trotzdem noch herlaufen zu mir. Und ich dürfte die noch erwischen können, das dürfte alles passen. Ja, gehen wir hier hin. Ja, machen wir. So. Bam. Bam. Und bam. Sehr schön. So, dann den Magnetanz. Obwohl es sich gar nicht so sehr lohnt für eine zwei Gegner, aber ich will die trotzdem beide töten, deswegen werde ich schon einsetzen. So, herkommen. Wunderbar. Und mit dem Hammer draufkloppen und beide sterben. Yay! Sehr schön. Und er steht sogar hier safe und kann nicht wirklich gut erwischt werden. Es sei denn, die benutzen die Röhre. Aber dann würden sie ihren Höhenvorteil verlieren. Deswegen, das ist eigentlich ganz gut dann, würde ich sagen. So, dann Luigi. Machen wir kurz den Wächter zuerst. Was kann der schon jetzt alles anstellen? Kann ich den oberen auch anvisieren? So. Okay, ich kann es nicht schaffen, dass ich alle drei von denen zugleich treffe. Ja, dann wird vielleicht Mario sogar noch Luigi aushelfen, dass wir dann gleich eben von denen hier auch schon möglichst viele platt machen können. Problem ist eben auch, dass ich mein Kraftpaket nicht wirklich sinnvoll einsetzen kann. Leider. Weil halt alle Charaktere total weit voneinander wegstehen. Das ist auch ein bisschen nervig, aber muss ich jetzt damit leben. Aber ja, dann werde ich zuerst mal auf jeden Fall hier mit dem Wächter gleich angreifen. Und zwar dann eben so. Ich kann den oberen jetzt, wie gesagt, leider nicht treffen. Was soll ich so an... Ja, so ist sogar besser, weil dann nämlich ja, obwohl, nee, eigentlich will ich schon die Gehilfe, oder den Gehilfen auf jeden Fall besiegen, deswegen werde ich schon so machen. Schon am besten, würde ich sagen. Ja, machen wir. So. Und bam, und sogar kritisch, sehr schön. So, der eine kann ich mal angreifen, das war ja eine Valkyrie, glaube ich, ne? Genau, kann ich mal angreifen. Also, mit der Waffe zumindest nicht mehr. Den Bodenstampfer kannst du immer noch machen, ja. So, aber Mario kann halt sogar auch noch aushelfen und könnte... Er ist nicht in Reichweite. Ich dachte jetzt, er könnte vielleicht die Valkyrie sogar schon rausnehmen, aber dafür müsste ich Mario bewegen, was ich aber schon auch machen könnte, eventuell. Von hier aus kann ich sie dann nämlich sehen. Dann würde halt Mario dafür dann offen rumstehen. Andererseits wäre es gar nicht so schlimm,
Weil ich mich mit Mario auch ganz gerne die Heldensicht aktivieren wollen würde. Dass er dann auch gleich einige von den Gegnern da oben dann gleich mal abschießen kann. Und wenn er eben hier steht, dann kann er die häufig nicht sehen, weil die Blockaden im Weg sind. Deswegen wäre sogar vielleicht hier besser. Also in den Buhu will ich ihn jetzt nicht reinlaufen lassen. Aber ich stelle ihn da mal sogar hier einfach hin. Würde ich sagen. Ob das klug ist, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, Mario darf ja auch sterben im Notfall. Und ich werde es, glaube ich, auch ziemlich locker schaffen, die in 3 Zügen abzuschießen. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass die so schwierig wird, die Mission. Ich glaube, die ist auch machbar. Schätze ich zumindest mal. So, der stirbt. Okay. Dann benutzt Mario auch gleich seine Heldensicht. Ich weiß nicht, ob er wirklich so viele Gegner damit treffen kann. Aber ich denke mal schon, weil die oben kann er alle sehen. Und dann den Typen sogar auch noch. Deswegen, ich glaube, Heldensicht ist schon auch ganz schlau. Ja? Oh yeah, Mario Time. Und Luigi benutzt seinen Eisenblick auf jeden Fall auch gleich. Ja? Na, mal wieder. Die Frage ist nur, wo er sich hinstellen soll. Der gute Luigi. Vielleicht hier hin. Weil dann kommen nämlich die Typen hier nicht zu ihm. Ich meine, er kann zu 50% erwischt werden, ich weiß. Aber trotzdem kommen. Ja, ich meine, der würde sogar halbwegs hinkommen. Aber die anderen nicht wirklich zu ihm. Und du kannst natürlich ihn auch treffen, aber ich finde eigentlich, dass es da ganz gut ist, weil dort auch alle Gegner hier überwachen kann. Und das ist eigentlich ganz gut, wie ich finde. Genau, und wie gesagt, wenn Luigi stirbt, dann macht's ja auch nichts. Er kann übrigens hier nochmal kurz hier reinsetzen, genau. Wenn Luigi stirbt, macht's ja auch nichts, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Rabbit Mario überleben wird, weil er sehr viele KP hat. Und deswegen mache ich mir so keine Sorgen. Also es ist echt ganz schön bei den Prüfungen, dass man dort nicht so ganz einen hohen Druck hat, sag ich mal. Weil eben halt dort auch 2 meiner Charaktere tatsächlich sterben dürfen. Und das ist tatsächlich ganz angenehm, wie ich finde. So. Dann werden die hoffentlich gleich alle schön viel Schaden nehmen, wenn sie sich bewegen. Bam! Honig, sehr schön. Luigi auch noch und der stirbt. Sehr schön. Der erste ist schon weg. Von den letzten 4. Und du gehst erstmal auf Mario. Das ist aber okay. Und nimm das. Bam. Und gleich nochmal. Bam. Noch ein kritischer Nice. Und der stirbt auch. Und Luigi hat sogar noch einen Schuss übrig. Sehr schön. Du gehst auch auf Mario. Mit dem kritischen. Utsch. Aber Mario hat auch noch relativ viele KP. Noch 306. Also ja, mach ich mir auch keine Sorgen. Und nimm das. Boah, nur kritische. Heftig. Obwohl mir jetzt der Tinteneffekt nicht mehr wirklich viel bringt, weil er eh schon angegriffen hat, aber trotzdem. Ist ganz in Ordnung. Ja, das dürfen wir sogar in 2 Runden abschließen. Weil Rabbit Mario kommt jetzt dann nämlich, glaube ich, gleich nach oben zu denen und kann dann die beiden noch umbringen. Und dann haben wir auch schon gewonnen. Deswegen, ja, dann die Mission ist auch überhaupt kein Problem gewesen. War sogar ziemlich einfach. Obwohl es eine super schwere eigentlich war. aber ich fand sie total machbar. So. Genau, hier noch, okay, einmal Raserei immerhin einsetzen. Mich dann mal hier hinstellen, würde ich sagen. Und dann gleich mit meiner Donnerbüchse draufhauen. Ja. Yep. Und eventuell wird der hintere noch überleben, ich weiß nicht genau. Aber wenn ja, habe ich ja noch Mario und Luigi auch noch. Also das kriegen wir auf jeden Fall locker hin, die jetzt dann zu killen. Ne, sterben beide. Okay. Bam. Sehr schön. Auch noch ein kritischer. Also da habe ich jetzt auch ein bisschen Glück gehabt, weil meine Charaktere haben ja nur kritische rausgehauen. Aber finde ich gut so. Yay, das war wie gesagt voll machbar. Let's go! Sehr schön. So, was kriegen wir denn hier in Welt 4 dann? 900 Münzen und 8 Powerkugeln. Das ist nicht schlecht. Okay. Das heißt, wir kriegen allein durch die Prüfungen dann hier 80 Powerkugeln noch. Und ihr müsst ja bedenken, es gibt noch einige weitere Kisten, die wir uns holen können, wo wir auch noch Powerkugeln kriegen. Und für das geheime Kapitel kriegen wir auch noch weitere. Deswegen, ja, wir werden uns dann auf jeden Fall am Ende von Welt 4 dann doch noch ganz schön upgraden können. Sehr schön. So. Dann gehen wir auch gleich mal weiter, weil wir vielleicht sogar noch eine weitere Prüfung ausschaffen können. Weil die ja doch dann immer sogar relativ schnell gehen, die Prüfungen. Auf jeden Fall schneller als die normalen Kämpfe, weil die halt häufig auch kürzer sind. Und weil die Prüfungen auch im Allgemeinen tatsächlich einfacher sind als die Story-Kapitel. Das finde ich echt interessant. Aber das habe ich jetzt schon häufiger eben bemerkt, dass ich wirklich bei den eigentlichen Story-Kapiteln häufig mehr Probleme hatte als bei den Prüfungen eben. Das finde ich sehr, sehr interessant. Weil eigentlich würde man vielleicht erwarten, dass die Prüfungen schwieriger sein würden. Was ist eigentlich jetzt hier unten? Ich kann die Kiste dann da gleich draufstellen, okay. Das wird man eigentlich erwarten. Aber nee, es ist irgendwie so, dass die Prüfungen leichter sind, weil selbst so eine super schwere haben wir jetzt gerade halt echt ziemlich locker hinbekommen. Finde ich, wie gesagt, ganz interessant. So, dann hier drauf. Und ich kann mich dann hier wieder irgendwo hinschießen lassen. ich teste mal kurz aus, wohin denn genau. Zu einer silbernen Kiste. Yay! Mit Feuer unterm Hintern einer goldenen Tarotkarte. So. Und die Röhre bringt mich wohin? Hier nach oben, wo ich mehr Sachen zerstören kann. Und dementsprechend auch mehr Münzen einsammeln kann. Sehr schön, Münzen nehme ich immer gerne mit. Und ich zerstöre auch gerne Sachen. Deswegen warum denn nicht? So.
Und vielleicht kriegen wir sogar am Ende oder hier hinter den Kisten versteckt noch eine weitere Truhe dann. Wäre auf jeden Fall sehr schön. Ich sehe da hinten nämlich schon eine, genau. Diesmal eine normal bronzene. Deswegen dann vielleicht gleich Powerkugeln. Da freue ich mich mal am meisten drüber. Aber auch Artworks und sowas finde ich, oder Soundtrack finde ich auch ganz cool natürlich. Und das sind Powerkugeln, nämlich 10 Stück. Sehr schön. Nehme ich gerne mit. So, und die Kanone schießt mich hier hin. Die Frage ist, wo ist hier, wo bin ich jetzt? Jetzt einfach ein bisschen weitergegangen, oder? Weil dort hinten war ich ja gerade eben. Oder? Ich laufe jetzt gerade den Weg zurück, stimmt's? Oder laufe ich den Weg richtig entlang? Ne, es war der richtige Weg, oder? Ne, es war der richtige, verdammt. Das wollte ich eigentlich gar nicht, weil ich wollte jetzt eigentlich den Weg zurücklaufen, um zu sehen, was ich denn jetzt alles dann hier geskippt habe, quasi. Weil ich mich dann wieder jetzt kurz mal orientieren will. Wo war denn diese eine Kanone, wo gerade eben quasi alles angefangen hat? Der Weg, den wir da entlang gelaufen sind, die war hier in der Nähe irgendwo, ne? Die war auf jeden Fall hier noch im Minenbereich und nicht in dem Räderwerkbereich, sag ich mal. Okay, jetzt habe ich nämlich diesen Kampf hier. Was kann ich mir eigentlich angucken? Das haben wir uns noch gar nicht angesehen, glaube ich. Ein U-Boot mit einem Bohrer ausstatten und damit aus Spaß in einen Vulkan rasen? Das machen die Rebels weit häufiger, als man denkt. Okay. Ja, auf jeden Fall, das hier war das Kampf... Ah, hier, ich habe nicht einen geskippt, genau. Das hier war nämlich das Kampfareal, wo wir leider dann verkackt haben und wo ich dann die Mission nochmal neu spielen muss, oder das Kapitel, weil da eben Luigi gestorben ist. Irgendwie kenne ich mich jetzt nicht mehr so ganz aus, weil ich habe jetzt hier wirklich einiges übersprungen, was ich eigentlich gar nicht wollte. Kann ich hier den Weg einfach zurücklaufen? Kann ich, ja. Ich will doch nochmal den Weg zurücklaufen, weil ich eben genau wissen will, was ich jetzt alles übersprungen habe. Weil eventuell habe ich jetzt auf dem Weg auch noch weitere Kisten oder weitere Prüfungen eben übersehen. Und das will ich nochmal kurz jetzt sehen. Okay, hier war die Kanone, genau. Und hier haben wir uns dann weggeschossen. Sprich, das alles jetzt eben direkt vor uns haben wir dann eben geskippt gerade eben. Wie zum Beispiel eben auch die wahrscheinlich dann zweite Prüfung, die ich dann jetzt eben auf jeden Fall noch vor der dritten machen will. Deswegen, allein wegen der zweiten Prüfung war es schon gut, dass wir zurückgelaufen sind. Ganz klar. Okay, aber ansonsten, eine weitere Kiste ist jetzt hier, glaube ich, an diesem Ort nicht mehr. Wo ist nochmal der richtige Weg eigentlich? Da unten, ne? Genau, da zeigen ja auch die Pfeile hin, ja. So, und da ist dann eine Normalschwere, weil das gerade eben eine Superschwere und das ist eine ganz Normalschwere. Und zwar, geh niemals allein. Und die spielen wir auch noch, würde ich sagen. So, das soll niemals allein gehen, aber wir sind ja auch zu dritt zum Glück, deswegen müssen wir gar nicht allein laufen. Hört sich auch wieder nach, erreiche das Gebiet an. Mal schauen. Oder Spawny eskortieren in 8 Zügen. Oh weia, das war ein Fehler, die noch anzufangen. Und wir starten... Oh nee, wir starten da oben. Oh Gott, was ist das jetzt? Okay, wo ist Spawny? Da sind ein bisschen viele Grobiane, aber wenigstens keine so ganz starken Grobiane. Und dann auch noch Verteidiger. Einige. Ich meine, Spawny müsste ja auf der anderen Seite... Oder ist er bei mir oben? Nee, oder? Nee, du bist noch... Hier sind noch eine Ziggis im Weg. Ja, ist okay. Du wirst doch irgendwo hier sein, oder? Ja, bin ich jetzt blind? Ich finde Spawny nicht. Wo ist Spawny? Doch hier oben? Ne, ich meine, der kann hier oben gar nicht sein. Weil ich kriege ja den Spawn hier oben gar nicht weg. Entschuldigung. Und hier ist ja das Gebiet, deswegen müsst ihr ja auf der anderen Seite sein. Bin ich jetzt so blind? Kann ich jetzt bitte Spawny finden? Ah, hier. Okay, ich hab nicht gesehen, weil er so klein ist. Steht einfach hier direkt vor den Grobianen. Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Mission. Eine sehr, sehr interessante. Denn ich weiß nicht, ob meine Charaktere überhaupt es hier nach unten schaffen, weil das ja schon eine ziemlich weite Distanz ist. Und ich weiß nicht, ob die überhaupt hier nach unten kommen können. Deswegen, die müssen alle hier oben bleiben. Und Spawny muss dann eben doch leider alleine hier entlang laufen. Und ich muss eben alle Gegner von hier oben aus für ihn wegschaffen. Das ist sehr, sehr interessant, die Mission. Sehr, sehr interessant. Okay. Ich muss also am besten eben Charaktere mitnehmen, die von dort oben aus die Gegner schöner angreifen können. Deswegen vielleicht am besten meine beiden Charaktere mit Raketenwerfern. Sprich Rabbit Luigi und auch Yoshi. Das wäre vielleicht am geschicktesten, würde ich sagen, weil die eben auch dann mit die höchste Reichweite haben. Luigi zwar auch, aber die beiden eben auch mit dem Raketenwerfer. Und sie können mit dem Raketenwerfer eben gleich mehrere Ziele auf einmal treffen, was Luigi halt nicht kann. Deswegen ja, dann werde ich das so machen und dann die beiden mitnehmen. Okay, dann erstmal auf jeden Fall auch für die beiden mir neue Waffen holen, weil ich die jetzt eben dabei habe. So, und zwar hier dann auf jeden Fall den Steinschaden. Yep. Hier mit dem Schildschocker. Und dann als sekundäre, dann mit Feuer oder mit Stoß. Ich hatte, glaube ich, davor immer Stoß, stimmt's? Genau.
Deswegen werde ich dann auch hier bei Stoß bleiben. Es gibt sogar noch eine weitere übrigens, dann noch eine in einer goldenen Kiste, die wir hier irgendwo wahrscheinlich finden werden. Aber erstmal hole ich mir dann den Agro-Torpedo, würde ich vorschlagen. Ja. Yep. Okay. So, dann auch noch für Yoshi eben neue Waffen. Nämlich, er hat sogar schon welche mit 1750. Warum das? Das weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Sind die nochmal besser schon, oder? Ja, die haben nochmal 30% mehr Chance gegen irgendwelche Typen. Ja, dann werde ich mir auf jeden Fall eine von denen holen, weil die kosten ja noch 50 Münzen mehr. Haben aber schon einen recht guten Bonuseffekt. Und dann bin ich auf jeden Fall hier eher für Tintenschaden, würde ich sagen. Ja, genau. Und primär natürlich auch noch eine neue. Und zwar dann auch am besten eine von den 1750ern. Und auch, würde ich sagen, Tinte. Ja, würde ich schon sagen. Machen wir. Okay. Gut, und ich habe gar keine Münzen mehr, sehe ich gerade. Okay, das ging schnell. Aber man muss ja auch zugeben, ich habe jetzt dann doch schon sehr viel Geld ausgegeben, weil nur noch drei Charaktere haben ja jetzt gar keine, oder halt nicht wirklich total tolle Waffen. Nämlich Rabbit Peach, Peach und Rabbit Yoshi. Die drei haben noch keine 1700 Waffen bekommen. Aber wird dann schon auch mal irgendwann kommen, wenn ich dann eben ein paar mehr Münzen gesammelt habe. Okay. Ja, und wir machen mal die Mission auch noch, wenn die jetzt noch ewig dauern wird. Aber was soll's, wir legen los. So. Erstmal kurz was testen. Kommt überhaupt einer meiner Charaktere da nach hinten hin? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, Yoshi kann am weitesten springen. Noch von meinen Leuten hier. Ach doch, er kommt sogar rüber. Okay. Dann soll ich vielleicht doch einen Charakter zumindest hier nach unten stellen und zu spawnen in die Nähe. Aber wir gucken erstmal. Ich werde am besten erstmal die Grobia da hinten ausschalten. Ja, das macht er. Das werde ich dann gleich von hier oben aus machen, weil die kann ich ja. Von hier aus kann ich die dann nicht erwischen. Ja. Dass erstmal die dann alle weggehen. Die Frage ist nur, treffe ich denn da eigentlich auch Spawny, wenn ich da jetzt einen Raketenschuss reinhaue? Ja, tue ich, weil die Reichweite dann doch ein bisschen zu groß ist. Und dann nimmt Spawny auch gleich sehr viel Schaden. Das ist natürlich dann weniger gut. Ich meine, das Gute ist ja, dass Spawny erstmal vor den Grobian weglaufen kann. Ja, genau, wir machen es einfach so, dass er einfach zuerst zieht. Und, genau, und dann habe ich da keine Probleme mehr. So, ich glaube, du kannst Spawny auch nicht wirklich gut angreifen. Was habt ihr für einen Effekt? Tinte. Ja, Tinte ist Spawny ziemlich egal. Deswegen, ja, ich werde erstmal auf jeden Fall mit Spawny schnell ziehen. Und mich dann hier hinstellen. Ja, aber schon ein weiter Weg, ne? Vielleicht wäre Luigi doch nicht so schlecht gewesen, weil Luigi hätte ja auf jeden Fall auch nach unten kommen können, weil er hat ja auch einen sehr, sehr weiten Sprung. Und er hätte halt dann hier unten auch wieder den Leichtfuß für Spawny aktivieren können. Das wäre auch vielleicht nicht so schlecht gewesen, ehrlich gesagt, aber es ist schon okay, weil Luigi wäre eh auch andererseits hier oben besser aufgehoben. Deswegen, das ist schon in Ordnung alles. Okay, mit dem Raketenwerfer mache ich nicht genügend Schaden, glaube ich. Ich mach 211 immerhin. Das reicht aber nicht für die. Und ich will die schon ganz gerne alle töten. Deswegen werde ich dann das Kraftpaket einsetzen mit Mario kurz. Ja, am besten aber schon für alle natürlich. Ne? Ich will dann Mario ein bisschen mehr hier so in die Mitte stellen. Dass Mario auch wirklich dann gleich einen von den Verteidigern am besten treffen kann. Machen wir hier so. Und den mal kurz hier töten durch den Sprung. Und mich dann hier hinstellen. Und dann kann ich einen von denen angreifen. Ja, ich gehe mal sogar hier hin. Weil, ob ich hier Schutz habe oder nicht, ist egal, weil die können mich eh nicht treffen, die Verteidiger, glaube ich. Und die Ziggis werde ich eh gleich alle umbringen, deswegen werde ich dann Mario hier hinstellen. Ja, nee, aber ich will das Kraftpaket auch einsetzen. Nee, nee, dann doch eher hier hin. Ja. Passt schon. So. Bam. Also um die drei Charaktere hier, um Mario, Rabbit Luigi und Yoshi, muss ich mir keine Sorgen machen. Die werden auf jeden Fall überleben. Aber halt, wenn, dann schon eher um Spawny. So, Kraftpaket. Sehr schön. So, und dann kann ich den gleich besiegen. Wunderbar. Das machen wir so. Bam. Sehr schön. So, dann geht eben Rabbit Luigi ein bisschen weiter hier nach links dann gleich. Wird man nochmal auch kurz den hier schnell umgrätschen. Und sich dann hier ganz an den Rand hinstellen, dass er auch wirklich die alle erwischen kann. Ja. Dass dann gleich die ganzen Grobiane auf einmal sterben werden mit dem Raketenwerfer. So. Genau, auf alle. Und ihr sterbt. Bam! Ziemlich heftig. Nicht schlecht. So, und dann Yoshi kann sogar den nächsten dann auch noch gleich rausnehmen. Eventuell erstmal kurz hier eine Stampfattacke machen, dass der Typ da sterben wird. Nämlich, ja, und vorher noch grätschen natürlich, Moment, dass er auch wirklich abkratzen wird. So. Und dann eine Stampfattacke. Und zwar dann meinetwegen hier hin. Ja, passt schon. Hier einfach hin. Ja. So.
Schon mal ganz gut gelaufen, würde ich sagen. Alle Ziggis gleich besiegt, dann alle Grobiane und auch schon zwei von den Verteidigern dann gleich, wenn Yoshi den jetzt besiegen kann. Kann aber sogar zu 100%, was? 1023 macht er bei einem kritischen? What? Okay, ich könnte jetzt die Superchance aktivieren, dann würde ich es auch schaffen. Aber es dann doch verschwendet sogar. Deswegen werde ich dann schon normal angreifen, aber das ist ziemlich heftig. Das ist richtig heftig. Ist sogar ein kritischer. Mit jedem Schuss über 100 Schaden. Alter, Yoshi, was ist denn los? So, und Eierbrecher kann ich sogar auch noch aktivieren. Dass er dann gleich die beiden auch kalt stellen kann. Weil das kann er ja schaffen, tatsächlich dann. Weil er macht damit ja nämlich... Ja gut, er macht 485 mindestens. Und ja doch, das geht, genau. Das passt alles. Dann kann ich gleich hier in der ersten Runde alle Gegner besiegen. Das ist doch ganz witzig. Machen wir das so. Okay, ziemlich heftig. Das brauche ich nicht. Das passt. So, mein Lieber. Du wirst sterben, habe ich gehört. Das war... Okay, das war jetzt sogar noch mehr Schaden, oder? Ah ne, den habe ich nicht gesehen. Okay, der wird überleben. Aber der andere wird sterben. Das war sogar noch mehr Schaden, weil der hat jetzt nämlich immer 150 sogar gemacht. Und den habe ich nicht sehen können. Ich dachte, der würde auch reinlaufen. Anscheinend nicht. Naja, aber ist kein Ding. So, spawn ich so weit nach vorne, wie es geht. So. Und dann gleich auch euch wieder ein bisschen Schaden machen. Am besten zuerst mit dem Raketenwerfer von Yoshi angreifen. Und erstmal die anderen auch nach vorne ein bisschen stellen. Ja, einfach mal hier hin, meinetwegen. Passt schon. Am besten zuerst mit dem Raketenwerfer von Yoshi angreifen, dass die Blockade weggeht. Und damit gleich noch Mario eben hinterher hauen. So. Mario geht mal am besten hier ganz an den Rand hin, würde ich sagen. Ja. Er hat aktuell eben noch 0%, aber gleich wird sich dann ändern. Und gleich werden es dann keine 0% mehr sein. So. Wenn eben Yoshi mal kurz den Raketenwerfer auspackt. Er kann nicht sehen, er bewegt sich halt erst. Und zwar dann eben... Ich meine, ich könnte jetzt wie gesagt noch Yoshi nach unten stellen. Das kann ich auch machen. Vor allem auch, um halt die Verteidiger ein bisschen quasi abzulenken, wenn man so will. Dass sie eben nicht ihre ganze Aufmerksamkeit auf Spawny richten. Sondern dass eben dann auch Yoshi ein bisschen den Schaden quasi frisst, wenn man so will. Aber die haben halt den Tinteneffekt. Und wenn Yoshi alleine da unten ist, dann kann ich den Tinteneffekt nicht loswerden. Ja, nee, ich würde ungern erstmal einen nach unten stellen. Ich werde es dann vielleicht noch später machen, aber jetzt noch nicht. Jetzt will ich erstmal Yoshi dann hier einfach hinstellen. Keine Ahnung. Ja, warum nicht? So. Und dann den Raketenwerfer draufhauen. Ja. Bam. Gut. Und Mario darf dann dir den Rest geben. Yay. Also bisher ist es auch noch auf jeden Fall eine machbare Mission, aber eine verdammt coole Idee, wie ich finde übrigens. Das ist echt richtig, richtig cool, was sie sich hier für die Mission haben einfallen lassen. Also die gefällt mir echt total von der Idee her. Und Heldensicht ist noch die Frage. Ja, könnte ich machen, um dann gleich auch den auch zu killen. Ja, machen wir. Mario Time. Okay. Und das brauche ich nicht. Passt alles. Weil der wird eh sterben, auch ohne den Super-Effekt. So. Er ist halt, wenn er kriegt, wenn er jetzt ein... Ja, okay. Ich meine, Anni, er stirbt eh. Er stirbt durch einen einzigen Schuss schon. Wow. Das ist ziemlich heftig. Und hier oben kommen neue. Das ist mir ziemlich egal. Weil die eh nicht so viel machen können. Was sind das welche? Ziggy ist auch nur 3. Ja, das geht klar. Ich muss noch Spawny dann ein bisschen verstecken. Und zwar dann eben hier so. Genau, perfekt. So. Und ja, die können nicht viel machen, die drei. Sie kann sich ein bisschen besser... Wo spawnen die jetzt nochmal? Hier. Hier so. Sie kann sich ein bisschen besser verteilen vielleicht. Meine drei Leute hier oben. Aber ansonsten können die jetzt nicht arg viel machen. Gegen die Ziggis hier. Aber wenn die alle Schaden nehmen, ist mir jetzt ja völlig egal. Deswegen, das passt dann schon. Ich gehe mal dann mit Rabbit Luigi hier, dass er dann gleich wieder auf jeden Fall zwei umgrätschen darf. Damit dann sich alle wieder schön hochheilen können. Wegen dem Vampir-Effekt. Und dann geht Mario mal... weiß nicht, hier einfach hin. Keine Ahnung. So. Und Yoshi geht vielleicht auch ein bisschen weiter hier in die Richtung. Und zwar dann mal eben hier hin. Okay. So, alle schön verteilt. Dass wir dann gleich in der nächsten Runde die Ziggis schön fertig machen können. Und das war's auch schon. Ich kann noch ein Schild einsetzen. Ja, mach ich mal. So. Und ansonsten aber nichts mehr. Gut. So, was macht ihr? Erstmal ein bisschen Schaden. Aber 50 machen die, das geht klar. Das sind ja auch gar keine Lava-Ziggis, das sind ja auch schaurige. Deswegen, das sollten wir alles hinkriegen. Der macht den Schurkensicht, aber ich werde den dann eh gleich aus der Entfernung besiegen. Also... Ja, Tinte ist mir auch ziemlich egal. Solange noch einer von meinen Charakteren keinen Tinteneffekt bekommt, dann ist mir das ganz recht. So, ja, ist mir egal. Und du gehst auf, Mario. Ja, ist okay. Und der ist klug und setzt auch Raserei ein. Im Gegensatz zu den anderen Deppen. Okay.
So, dann keinen neuen Gegner ansonsten. Also ja, die ist auch total machbar dann, die Mission. So, Spawny kann sich auch offen hinstellen, weil ich nämlich eh gleich alle Ziggis besiegen werde. Das dürfen wir auch locker hinkriegen, ohne mir jetzt allzu große Gedanken zu machen. Ja gut, das Blöde ist nur, dass ich den Vampireffekt nicht wirklich ausnutzen kann, für Mario zumindest. Weil die eh bei einer Raserei so schon sterben werden, die Gegner. Aber schon okay. Ja, und ich sollte sie übrigens zuerst besiegen, die mit Helden oder halt Schurkensicht. Deswegen lass mal du dann kurz den hier umbringen, so. Und Rabbit Yoshi wird kurz, Rabbit Luigi meine ich, noch den Typen hier umbringen, so. Und der andere hat ja keine Schurkensicht aktiviert, glaube ich. Hat er nicht? Genau. Deswegen da mal kurz einfach schnell wegspringen. So, passt schon. Let's play. Und Mario darf noch den anderen dann gleich umbringen. So, und stirb. Yay. So. Ja, und das war's auch schon wieder. ich kann euch auch schon ein bisschen wieder hier näher hinbewegen lassen. Hier so hin meinetwegen. Aber ansonsten kann ich auch schon nicht mehr arg viel Sinnvolles machen. Ja, das war's dann auch schon wieder. So, Gegner. Machen gar nichts. Es kommen nicht mal neue nach. Wow. Okay, ich glaube, das Spiel ist ein bisschen damit überfordert, dass wir schon in der ersten Runde hier quasi alle Gegner, die da unten rumstanden, besiegt haben. Was war jetzt auch nicht so schwierig, ehrlich gesagt. Weil es waren zwar auch viele Grobiane, aber die standen ja alle auf einem Haufen. Und mit dem Raketenwerfer sind die halt gar kein Problem gewesen. Ja, das war schon, ne? Schon irgendwie, ja. sind halt gar kein Problem gewesen. Und die Ziggis waren ja auch total easy, weil die ja schon durch Bewegung alleine gestorben sind von mir. Und die Verteidiger haben wir eben auch schon gleich zwei von denen platt machen können, auch wegen den Kraftpaketen, wegen dem Höhenvorteil. Deswegen, das war echt kein Problem dann. Ja. Das war's auch schon. Es kommen keine neuen mehr. Also haben wir das auch schon dann hier locker hinbekommen. Nice. So. Und das Zugelähmen kriegen wir auch gerade so hin. Mit Luigi, wenn der dann auch unten gesprungen wäre, hätten wir es noch ein bisschen früher abschließen können. Aber in 8 Zügen schaffen wir es, das ist alles, was ich will. Deswegen können wir dann auf jeden Fall auch gleich diese Mission hier dann erfolgreich abschließen. Yay! Sehr schön. Gut, war dann eigentlich doch ziemlich einfach. Aber wie gesagt, diesen Trend haben wir jetzt eben schon, habe ich ja schon erwähnt, häufiger feststellen können, dass aus irgendwelchen Gründen die Prüfungen viel, viel einfacher sogar sind. Also nicht nur ein bisschen, sondern wirklich viel, viel einfacher, wie ich finde, als eben die ganz normalen Story-Kapitel. Was halt seltsam ist, wenn man die Prüfungen erst nach den Story-Kapiteln freispielt und vor allem nachdem dann eben die ganzen Charaktere auch stärker geworden sind durch mehr KP und sie auch neue Waffen dann eben erhalten haben, die nochmal dann viel, viel mehr reinhauen. Also müsste man eigentlich schon erwarten, dass die Prüfungen schwieriger sein sollten. Die sind ja auch nur Bonus, nur für diejenigen, die die eben noch machen wollen. Aber nee, die Prüfungen sind um einiges sogar einfacher als die Kapitel. Obwohl man die Kapitel vorher macht und man da schwächer ist. Und bei den Prüfungen ist man stärker, aber trotzdem sind sie einfacher. Das ist schon irgendwie ein bisschen paradox auch, wie ich finde. Aber das Gute ist, dass wir dann wenigstens hier immer schön viel Fortschritt haben und wir viele Prüfungen pro Part schaffen. Deswegen, so ganz verkehrt ist es auf jeden Fall auch nicht, würde ich sagen. Gut. Aber dann würde ich auch noch erstmal sagen, Leute, dass das dann erstmal hier war für diesen Part von Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Beim nächsten Mal geht es dann hier in Welt 4 auf jeden Fall noch weiter mit dann den nächsten paar Prüfungen. Die ersten beiden haben wir ja schon, obwohl schon eine super schwere und eine schwere war, dann doch sehr, sehr erfolgreich abschließen können. Und mal gucken, wie dann eben die nächsten so ablaufen werden. Da vorne dann irgendwo wird dann bestimmt schon die dritte Prüfung dann eben auf uns warten. Und vielleicht schaffen wir beim nächsten Mal dann sogar 3 Prüfungen, wenn es wieder halbwegs schnell geht. Aber werden wir dann beim nächsten Mal schon noch sehen, was wir beim nächsten Mal dann alles hier für Fortschritt in Welt 4 bei den Prüfungen dann noch so erleben werden. Okay. Auf jeden Fall würde ich mich dann noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Achso, verdammt, es gibt eine Sache, die ich noch unbedingt erwähnen wollte. Und zwar, dass ich nämlich morgen am Uploadplan etwas, oder ab morgen etwas am Uploadplan dann eben ändern wird. Weil morgen ist hoffentlich für euch der 6. Oktober, wenn mich nicht alles täuscht. Und da werden nämlich gleich dann 2 neue Projekte an den Start gehen an diesem Tag. Ich werde mal nicht verraten, welche es sind, weil man sich das auch wieder irgendwie denken kann, wenn man so halbwegs informiert ist, wie ich finde. Und diese beiden neuen Projekte werden auf jeden Fall dann hoffentlich um 16 Uhr und um 18 Uhr an den Start gehen, wenn es alles so klappt. Und um 14 Uhr werden sich dann hier dieses Spiel Mario Plus Rabbids Kingdom Battle und Metroid Samus Returns dann immer abwechseln. Das ist auch jetzt ein bisschen hart, weil Mario Plus Rabbids Kingdom Battle kam ja jetzt immer 2-mal pro Tag und ab morgen wird es eben dann nur noch jeden zweiten Tag kommen. Also morgen wird es noch um 14 Uhr kommen, aber übermorgen dann eben gar nicht und dann übermorgen aber halt schon wieder und so halt dann eben jeden zweiten Tag. Und das ist auch ein bisschen hart, das tut mir auch leid, aber ich möchte halt trotzdem ab morgen dann auch die Priorität quasi auf diese beiden neuen Projekte dann setzen, die dann da eben starten. Da freue ich mich auch schon sehr drauf auf die und deswegen dann nur zur Info, ab morgen dann eben um 16 und um 18 Uhr dann hoffentlich die beiden neuen Projekte, die dann immer täglich kommen und um 14 Uhr werden sich eben Mario Plus Rabbids Kingdom Battle und Metroid Samus Returns dann abwechseln und wollte ich euch eben nur noch kurz Bescheid sagen, dass ihr da eben dann auch eine Ahnung davon habt, was da eigentlich dann morgen los sein wird. Okay, jetzt aber wirklich, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.